Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es gibt wieder ein neues Unboxing-Video. Ich habe hier einen Karton mitgebracht. Da habe ich etwas drin, was ich mir im Internet gebraucht gekauft habe. Das werden wir jetzt mal auspacken und genau anschauen. Vorstellen, was es sein könnte. Ihr habt hier schon die Videobeschreibung gelesen. Und dann packen wir das mal aus und schauen uns das auch im Detail mal an. Ich habe mir nämlich, da könnt ihr es gleich sehen, noch schön verpackt in Schutzverpackung, schön sicher verpackt für den Transport. Dann nochmal hier diese Luftpolsterfolie, damit auch nichts kaputt geht. So, das ist ein Netzteil, also ihr wisst, was es ist. Es ist nämlich ein neuer Laptop, ein neuer gebrauchter Laptop. Den habe ich mir im Internet bestellt, weil der vom Preis günstig war und für die Leistung, die er hat, für mich ausreichend. Er ist schon etwas älter. Es ist ein i5, aber noch gut in Schuss. Der Verkäufer hat ihn wirklich besonders gut verpackt. In dem Laptop ist auch noch keine Festplatte drin. Ich benutze die Festplatte von meinem alten Laptop. Das ist eine SSD-Festplatte, die wird eingebaut. Dann muss ich nur noch das Betriebssystem installieren. So, da haben wir jetzt hier das gute Stück. Nochmal extra in Folie eingepackt, damit es auch gut geschützt ist, damit kein Kratzer drankommt. Der Akku ist draußen, das ist gut beim Transport. Den kann ich dann wieder reinmachen. Schaut euch mal das schöne Teil an, wirklich. Für einen gebrauchten Laptop ist der wirklich in einem sehr, sehr guten Zustand. Hier hinten ist der Deckel, den ich öffnen muss mit einer Schraube, um die Festplatte einzusetzen. Das sollte aber kein Problem sein, das schauen wir uns gleich mal an. Schaut euch das Teil mal von innen an, alles blitzblank sauber, sieht aus wie niegelnagelneu, ist natürlich schon eine ältere Generation, aber wie gesagt, für mich muss der Laptop keine hohe Leistung haben, der reicht absolut aus für meine Sachen. Der hat dann natürlich trotzdem die neuesten Anschlüsse, USB 3.0 und HDMI. Und er hat einen DVD-Brenner eingebaut. Dann werden wir als erstes den ersten Schritt machen. Wir öffnen hinten die Klappe mit meinem Schraubendreher und setzen meine SSD-Festplatte ein. Dann ist er nämlich schon betriebsbereit. Erstmal schauen, was hier für ein Bit passt auf die Schraube. Geht ganz einfach, eine Schraube, dann schauen, wie geht's am besten auf jetzt. Mal rumdrehen, dann sollte die Klappe auch ganz einfach aufgehen. So einfach kann es gehen, manche Laptops sind so extrem verbaut,
muss man so viel aufschrauben, um da eine Festplatte ranzukommen. So geht's ganz einfach. Den Schacht müssen wir auch rausschrauben, dann können wir die Festplatte dann auch einsetzen. Die kleinen Schräubchen sicher wegtun, sonst, wenn sie weg sind, so leicht bekommt man die richtigen passenden Schrauben nicht wieder her. Die sind so klein, können schnell verschwinden, also sicher wegtun. Ansonsten kann man das alles nicht mehr zuschrauben. Das ist so hier der übliche Schacht, wo man die Festplatte einsetzt. Das ist meine SSD. Die war in meinem alten Laptop drin. Mein alter Laptop hat einen Geist aufgegeben und war nicht mehr reparabel. Dann setzen wir ganz einfach die Festplatte ein und müssen sie natürlich noch an diesen Schacht festschrauben, dass sie fest drin sitzt, und dann muss der Schacht wieder in den Laptop rein. Es muss natürlich genau auf dem Steckplatz, auf dem SATA-Steckplatz sitzen. Wenn der Schacht fest sitzt, kann nichts mehr verrutschen. Genau, ganz einfach wieder einsetzen, die drei Schräubchen dann einfach wieder rein und das war's auch schon, dann sitzt das Festplattenlaufwerk dann auch wieder fest. Dann die große Klappe wieder drauf. Zum Glück ist es nur eine große Klappe, die nur mit einer Schraube befestigt wird. So ist es ganz einfach gehalten. Dann schließen wir das Teil einfach mal an und schauen, was passiert. Müsste natürlich anzeigen, dass kein Betriebssystem installiert ist. Ich wollte hier ausprobieren, ob ich das Betriebssystem von meinem alten Laptop auf dem neuen Laptop starten kann, aber das ging nicht. Ich werde hier nämlich mein Betriebssystem komplett neu installieren. Dann habe ich ein frisch installiertes Betriebssystem drauf. Dann sollte alles reibungsfrei funktionieren. Ihr kennt das ja, den ganzen Vorgang hier. Setup wird gestartet und dann die ganzen Schritte läuft der Laptop ja von allein durch. Man muss nur ab und zu auf Weiter drücken. Ansonsten läuft das so einfach durch. Dann ist das auch fertig. Ihr kennt diesen Bildschirm bestimmt, den habt ihr schon oft gesehen. Die Nutzungsbedingungen akzeptieren immer das Übliche. Wir machen natürlich eine benutzerdefinierte.
Installation, damit ich noch die alten Partitionen auf der Festplatte löschen kann und eine saubere Neuinstallation machen kann. So, und da ist der altbekannte Bildschirm, das altbekannte Fenster. Betriebssystem wurde installiert, Laptop funktioniert einwandfrei. Ich bin absolut zufrieden mit dem gebrauchten Laptop. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ciao.